Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Meine Forschung ist abgeschlossen, wir sind fertig, aber mir ist gerade was aufgefallen, meine Freunde. Und zwar ist hier doch aller Ernstes ein Kupferding dazugekommen. Und ich weiß nicht, ob der mir jetzt hier die ganze Zeit Kupfer mitproduziert. Ich hoffe es doch nicht. Ich hoffe es nicht, sonst müssen wir das nochmal umsetzen. Das würde nämlich unsere ganze Produktion stoppen. Also, die produzieren hier schön weiter, wenn die rausnehmen können. Es brennt, es wird weggenommen, hier wird produziert. So, dann haben wir das mal fürs Erste. Dann bleibt noch immer die Frage, was machen wir jetzt? Also hier seht ihr jetzt ein schöner Stau von Erzen. Natürlich ist es... Gut, okay, das geht noch nicht bis zum ganz zum Ende durch. Das heißt also, hier produzieren die flüssig immer schön weiter. Wir benötigen jetzt Wissenschaftspakete. Und was oder wie produzieren wir Wissenschaftspakete? Dazu schauen wir uns mal eine Blaupause an. Also, wir benötigen dafür eine Kupferplatte und ein Eisenzahnrad. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Maschine, die Eisenzahnräder herstellt. Und die, um Eisenräder herzustellen, brauchen wir wieder Eisenplatten. Okay. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen unsere Aorta jetzt erstmal hier oben runterziehen, damit das von da oben erstmal hier unten in unserer Produktionsstätte ankommt. Dann machen wir das doch mal. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich schon wieder ein paar Bäume im Weg, die wir mal eben fällen müssen. Aber so ist das nun mal manchmal. Wo die Industrie ist, muss einiges weichen. So, und ich würde gerne hier den Bogen schon ziehen. Warum? Weil wir letztendlich hier mit Strom hantieren, beziehungsweise hätten wir nicht schon früher den... Das machen wir. Wir nehmen uns nämlich sozusagen selbst den Platz weg. Wir gehen hier schon rum. So, dann haben wir das schon mal hier. Bis hier kommen unsere Platten schon mal an. Du störst da, warum auch immer. Zack. Ja, das sollte reichen. Ich glaube, noch zwei gehen wir vor. Komm. Hier, den noch. Und wir brauchen jetzt jede Menge Fließbänder. Die werde ich jetzt mal produzieren. Klick, 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 klick. Und dann sollte unsere Aorta hier oben... Schon perfekt laufen. Ja, also die Kohle reicht. Allerdings ist hier schon wieder ein Eisenerz dabei. Da müssen wir ein bisschen aufpassen später, dass uns das nicht zum Verhängnis wird. Und hier ist auch wieder. Also müssen wir das ganz klar abbauen. Da. Das geht so nicht. Weg mit dem. Dann werden wir es anders machen. Für den Anfang. Tja, wie machen wir das? Kriege ich das rumgesetzt? Mal eben schauen, ob ich das umbauen kann. So, du kommst dahin und du direkt daneben. Dann müsste das doch passen, oder? So, das passt auf jeden Fall schon mal. Und jetzt das auch, das passt auch. Und ich hoffe jetzt nicht mehr, dass wir da jetzt wieder dieses komische... Erz mit zwischen haben. So, unsere Produktion läuft. Ihr seht's. Die Roboter kommen ganz schön ins Schwitzen hier. Aber das macht nichts. Und schaut mal hier, wie viel wir schon hier haben. Also satt und genug. Hier oben kommen wir nicht weiter, weil hier wieder was im Weg ist. So, und dann würde ich jetzt hier gerne drehen. Und runterfahren. So, dann ist wieder der Baum im Weg. So, das ist wie gesagt unsere Hauptaorta hier. Und hier werden wir immer jede Menge abzwacken. Wir bauen sogar ein Verteilerzentrum, fällt mir mal gerade auf. Oder ich würde gerne ein Verteilerzentrum bauen. Sagen wir es mal so. Das bauen wir hier, das Verteilerzentrum. Und wie bauen wir ein Verteilerzentrum? Das zeige ich euch jetzt.
In der Hoffnung, dass dann später genug ankommt. So, mal bauen wir es erstmal so. Dann bauen wir es vielleicht erstmal so weiter. Und dann werden wir hier ein Verteilungszentrum bauen, nochmal dran. Hier und hier nochmal eins. So, dann haben wir doch ein richtiges Verteilzentrum mit 4 Abgängen, ne? So, sehr schön. Dann können wir hier später verteilen. Hier baue ich jetzt noch einmal zwischen, weil wir nämlich jetzt hier mit unseren Dings rausgehen werden. Nee, das werde ich nicht machen, weil dann kriegt der Verteiler zu wenig. Zu wenig letztendlich. Ach man. Hier, zu wenig Material. So, wenn dann müsste ich hier vorne rausgehen, aber das möchte ich auch nicht. So, wir haben 4 Aortas. Das heißt, ich werde mir die untere abzwacken einfach mal. Und wir haben ja gesagt, für die Wissenschaftspakete, da wollen wir ansetzen. Und die benötigen Kupfer. Und die könnten wir schon fast hier bauen. Die Kupfermaschinen. Bauen wir doch erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produktionsstätten. Wie viel... Ne, Moment, was brauche ich? Draht? Ne, ne, jetzt bin ich wieder ganz raus. Ne, ich brauche Kupfer. Ach so, und Dingens brauche ich hier. Das ist jetzt die Frage. Also du packst ja hier rein. Das ist sehr schön. Dann setze ich jetzt mal hier einen Roboter hin, der auch wieder auslädt. Du lädst dann wieder aus. Und wir nehmen ein... Habe ich jetzt schon wieder alle Fließbänder weg? Oh, das geht aber hier weg bis zum geht nicht mehr. Dann werden wir jetzt wieder ein paar produzieren oder bestellen, mehr gesagt. So, also ihr seht schon, wie komplex das Ganze echt jetzt wird. Ich würde gerne hier jetzt die Produktion starten. Und zwar gibt es jetzt noch ein weiteres Ding, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Da machen wir nämlich hier auch mal wieder ein paar von. Und zwar gibt es auch unterirdische Fließbänder. Und wenn ich die bestellt habe, dann kann ich euch zeigen, was ich damit möchte. Ich leite mir nämlich jetzt auf diese Produktionsstraße hier, die wir hier nämlich noch weiterführen werden. Bis hier würde ich fast behaupten. Ne, warte mal, das ist doch falsch. Ich muss jetzt, um diese Dinger zu... Eins, Moment. Lass mich mal überlegen. 1, 2, 3. Machen wir mal für den Anfang 3 erstmal. Dann nehmen wir schnelle, die befüllen. Wir machen alles mit schnellen. Schnelle, die befüllen, befüllen, befüllen. Jetzt programmieren wir den und sagen ganz einfach, du stellst bitte her Zahnräder. Du stellst bitte her Zahnräder. Und du stellst bitte her Zahnräder. Das heißt also, die Zahnradproduktion ist im Gange. Dann müssen wir natürlich ausladen. Und das Ausladen ist auch wieder so eine Sache. Ne, die ist eigentlich ganz einfach. Mit einem langen Greifarm laden wir wieder aus. Da brauchen wir gar keinen großen Bahai machen. Bestellen wir nochmal 2.
Das wird also schon. Ich glaube, dass wir sind auf dem richtigen Wege. Du lädst aus, haben wir gesagt, und du lädst aus, ne? So. Strom auf jeden Fall brauchen wir da oben noch. Zack und zack. So. Die produzieren jetzt erstmal und die sollten uns rein theoretisch hier gleich Zahnräder hinlegen. Warum legst du nicht ab? Keine Ahnung. Du störst natürlich jetzt da. Das ist, wie könnte ich das anders lösen? Ich kann das aber auch umgehen. Passt mal auf. Das kann ich auch umgehen, indem ich hier einen Cut mache. Ich mache da einen Cut und setze einen Verteiler da rein. Richtig, richtig. So. Dann lädst du schon mal ein. Und du fährst eine kleine Kurve zu dieser Produktion. Und somit sollten wir das Problem schon mal gelöst haben. Ja, du hast keinen Strom da unten. Das macht nichts. Dann verlegen wir den Strom nämlich einfach hier unten hin. Und dann hier einmal hin, ne? So, passt ja erstmal. So. Des Weiteren würde ich jetzt hier ein Fließband hinsetzen wollen, was hier hinläuft. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben uns neue Materialien bestellt, nämlich diese hier. Diese hier haben die Aufgabe, einfach so eine Unterführung zu bauen. Und jetzt machen wir nämlich Trick 17 mit Selbstüberlistung. Moment, hier nehmen wir weg. Hier. Wir führen die jetzt auf dem Fließband mit drauf. Nein, das ist falsch. Das ist Kacke, was ich mache. Genau, wir müssen das andersrum machen. Das heißt, hier hätte zwar noch eine Produktionsstätte hingekonnt. Die lasse ich aber jetzt erstmal. Wir werden nämlich hier einen langen Roboter nehmen. Nee, Quatsch. Ich brauche einfach einen schnellen, ne? Genau, einen schnellen habe ich noch. Dem ich sage, du lädst einfach hier um. So. Und da der wieder Strom braucht, setze ich hier einmal Strom hin. Und dann sollte der eigentlich umsetzen. Ah, der setzt jetzt wieder auf die falsche Seite. Haha. Das ist nicht gut. Dann heißt das, dann muss ich das nochmal abreißen. Und den eine Nummer vielleicht länger machen. Passt mal auf. Wer da gedacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Aber ich glaube, wir sind sowieso am Ende. Dann werden wir das in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Dann würde ich sagen, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.